Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind dort tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Hier in Erfurt kamen nach Angaben der Polizei rund 4.500 Menschen zusammen. Die Organisatoren sprachen von deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ziel sei es, am Wochenende vor den Landtagswahlen ein starkes Zeichen zu setzen und aufzurufen, für demokratische Parteien zu stimmen, teilten die Veranstalter mit. Dazu aufgerufen hatten unter anderem das Bündnis Auf die Plätze, der Deutsche Gewerkschaftsbund und ein Kulturverein. Dass ganz viele Leute sehen, dass wir viel mehr sind als die Idioten da draußen, wenn ich das so sagen kann. Ja, das Signal ist natürlich, dass möglichst viele Menschen gegen die AfD und gegen Herrn Höcker auf die Straße gehen, weil er ja in Thüringen einiges verändern will. Er hat ja einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich denke, vor allen Dingen wollen wir den Leuten Mut machen. Wir sind keine Minderheit, wir sind immer noch die Mehrheit, die für die Demokratie in diesem Land einstehen wollen. Und das wollen wir hier zeigen, dass wir viele sind. In Thüringen steht die AfD seit Wochen mit deutlichem Abstand auf Platz 1 in den Wahlumfragen. Für Sachsen hatten die Umfragen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen von AfD und CDU prognostiziert. Der Verfassungsschutz in Sachsen und in Thüringen stuft die Partei in beiden Ländern jeweils als gesichert rechtsextrem ein.